Alle reden von der knappen Schmiede, Schalke hat sie. Und die Aufmerksamkeit, die der Schalker Nachwuchsabteilung momentan zuteil wird, ist bemerkenswert. Besonders im Fokus steht aktuell U19-Coach Norbert Elgert, der kürzlich vom DFB zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Auch die Pressekonferenz zum Halbfinale der UEFA Youth League am Freitag gegen den FC Barcelona zeigte, wie groß das Medieninteresse mittlerweile ist. Im Anschluss sprachen wir mit Schalkes Nachwuchskoordinator Oliver Runert. Mindestens ganz Deutschland spricht von der Knappenschmiede. Teilweise ist in Europa Schalke ein Vorzeigemodell, ein Beispiel für gelungenen Nachwuchsfußball. Was ist denn das Geheimnis der Knappenschmiede? Ja, das Geheimnis der Knappenschmiede ist im Moment, dass wir natürlich sehr viele Jungs durchbekommen in den Profibereich. Und ich glaube, das ist auch das, worüber ganz viele in Europa im Moment sprechen. Von daher natürlich auch das Kompliment an unsere Profis und an unseren Profitrainer, dass er sich traut, das zu tun. Und das, glaube ich, das macht er auch aus Überzeugung. Und nicht nur, weil er im Moment den Bedarf sieht, weil viele Spieler ausfallen. Und ansonsten ist, dass die Jungs so gut vorbereitet sind, sicherlich auch ein Produkt dessen, dass wir sehr, sehr gute Trainer haben, die die Jungs darauf vorbereiten, dass wir Trainer haben, die diesen Verein einfach wirklich in sich fühlen und in sich spüren und alles dafür tun, dass die Jungs hier durchkommen können. Und das merken die. Und ich glaube, dass die Identität der Jungs, die Identifikation zu diesem Verein besonders hoch ist. Wann erkennt man denn, wann einer den Sprung schaffen kann zu einem Profis? Da würde ich dann auch wieder darauf verweisen, dass ich auch die Trainer verweise. Die Trainer besprechen das, die Trainer haben eine Sichtweise. Norbert Elgert ist seit vielen Jahren unser A-Jugendtrainer, der natürlich auch sieht, wie weit ist ein Spieler schon, was kann ein Spieler schon leisten. Und wir haben viele Sitzungen mit den Trainern der Profiabteilung, mit Horst Held als Sportvorstand, mit dem Trainer der A-Jugend, mit mir selbst, wo wir auch die Spieler individuell besprechen, wo wir glauben, darüber reden zu müssen, welcher Spieler ist schon wie weit. Und wir werden immer wieder es machen, dass wir Spieler aus der Knappenschmiede in den Profibereich zum Training bringen, um dann auch schon mal einen Eindruck zu haben seitens der Profitrainer. Und das funktioniert im Moment so gut, dass wir da auch ein großes Plus haben. Von welcher Eigenschaft muss denn einer mehr mitbringen? Ist es mehr Talent oder sind es andere Charaktereigenschaften wie Leistungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, also was man unter Charakter oder Mentalität beschreibt? Was ist da prozentual der wichtige Faktor? Ich weiß nicht, wie weit das prozentual zu betiteln ist. Ich sage, Talent haben hier fast alle Spieler oder eigentlich alle Spieler, die in der knappen Schmiede tätig sind. Sonst wären sie nicht hier. Talent haben alle. Aber man muss auch was anderes haben neben Talent. Man muss nämlich diese Mentalität haben, gewinnen zu wollen. Man muss die Mentalität haben, alles dafür zu geben. Und man muss vor allem die Mentalität auch haben, zu wissen, die Knappenschmiede ist gut. Die Knappenschmiede ist gut für den Einzelnen, für die Entwicklung. Ist gut, auch dahingehend zu sehen, wie weit kann ich kommen. Es ist aber nicht das Primärziel des Spielers, sondern er muss immer wissen, dass er in die Arena will, dass er für Schalke 1 auflaufen will und für Schalke 1 erfolgreich sein möchte. Und wenn Spieler meinen, sie haben zu früh zu viel erreicht, weil sie Jugendnationalspieler geworden sind, weil sie meinetwegen auch Stammspieler waren in der B- und A-Jugend, dann wird er nicht durchkommen. Er muss diese Gier behalten, für Schalke 1 spielen zu wollen. In der aktuellen U19-Mannschaft, die jetzt am Wochenende in der Youth League gegen Barcelona spielen wird, sind 4 Spieler, die schon einen Profivertrag bekommen haben. Ja, wer ist der Nächste, den wir in der Arena sehen werden? Das ist eine gute Fangfrage. Ich glaube, das seriös zu beantworten, wäre jetzt Glückssache. Aber ich bin ganz sicher, dass wir aus dieser Mannschaft noch mindestens einen Spieler, eher noch weitere, in der Profimannschaft bei Schalke 04 sehen. Reviersport. Ehrlich